Herzlich willkommen hier bei Wheel of MMA zu einem neuen Interview heute mit Wheel of MMA Fighter Daniel Maken. Daniel, grüß dich. Hi, grüßt euch. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, allen geht's gut. Mir geht's gut, danke. Und ich hoffe natürlich auch, dass allen, die das hier hören, dass es denen gut geht. Daniel, du kämpfst nächste Woche Wheel of MMA 65 in der Swiss Life Hall in Hannover. Du bist wieder am Start. So kurz vor dem Fight. Wie fühlt sich das an? Wie geht's dir? Danke der Nachfrage, mir geht's sehr gut. Hannover ist natürlich speziell für mich persönlich und auch für unser Team, fürs Lee Gym, Kings Gym Hannover, weil das ist halt unsere Heimatstadt ist. Und da hat man natürlich nochmal so einen anderen Anreiz, Ansporn, dort so ein bisschen Gas zu geben. Ne? Da hat man ein bisschen mehr, sag ich mal, so den Heimvorteil sowieso, ist unsere Stadt. Plus, du hast halt viele Leute, die kommen auch, ne? Also sehr viele Freunde, Bekannte. Sonst hast du ja, sag ich mal, immer nur den harten Kern aus dem Gym oder die Fans, die das wirklich feiern, die immer mitkommen. Aber diesmal, wir haben wirklich alle da, alle möglichen Leute da. Und das wird auf jeden Fall ein bisschen andere Nummer. Wir haben auch sehr viele Tickets verkauft, also die für meine Person kommen oder für unser Team auch. Ja, ich habe noch einen Teamkamerad, den Nikolas Wilemski, der auch kämpft, der auch mit mir trainiert. Und das wird auf jeden Fall geil, das ist ganz Besonderes. Ich freue mich sehr. Und ich bin sehr gut drauf, auf jeden Fall. Du bist auf jeden Fall aktiv, habe ich gemerkt. Ja. Du hast im Oktober gekämpft, jetzt hast du im Februar gekämpft. Danke. Beide Male gewonnen, ja. Das ist ja der Daniel Maken 2.0 quasi, oder? Ja, wir haben auch viele in der Corona-Zeit, also sag ich mal so, wo Corona war, haben ja viele dann auch gestoppt zu trainieren oder mussten stoppen zu trainieren, die Gyms waren zu und wir haben uns halt einfach Home-Gyms zusammengebaut, wir haben aktiv draußen trainiert, was wir halt machen konnten in der Zeit, was gesetzlich erlaubt war, wir sind ja gesetzestreue Leute und das Ding ist halt, da haben wir uns dann halt auch weiterentwickelt und an vielen Sachen noch gearbeitet und vielen Dingen und ich glaube, das merkt man jetzt auch und die Früchte, die trage ich jetzt auch und ich bin auf jeden Fall zufrieden, wo es gerade läuft und wie gesagt auch sehr confident, was jetzt die nächste Zeit angeht. Bloß muss man auch dazu sagen, ich bin schon 38 und bin noch mehr so, sag ich mal, so am Ende meiner Karriere und nicht mehr so an der Peak oder jetzt mittendrin. Deswegen genieße ich das jetzt auch total und will nochmal Vollgas geben, auf jeden Fall, definitiv. Am Ende würde ich mal gar nicht behaupten, hey, die letzten zwei Fights, beide mal gefinished, einmal in der zweiten Runde, im letzten Fight in der ersten Runde. Also du legst natürlich hier die Messlatte für den nächsten Kampf aber auch hoch, ne? Da bist du auch ein bisschen selber schuld jetzt, denn zwei Finishes, einmal eine Submission, das andere mal ein Ground and Pound. Jetzt musst du nachlegen, ne? Ja, ich werde auf jeden Fall nachlegen, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen, allesamt. Und auf jeden Fall, ich garantiere eine richtig geile Show, gerade wie gesagt in der Heimatstadt in Hannover. Ich bin super motiviert, die Vorbereitung lief exzellent. Ich war auch in meiner Heimat in England gewesen, zweimal zur Vorbereitung, habe dort auch trainiert in drei Gyms. Es war mega gut, mega geil. Ich habe viel Pressure gekriegt und ja, ich bin wirklich, wirklich auf einem guten Niveau jetzt gerade. Ich bin wirklich zufrieden. Also ich freue mich sehr. Also die Messlatte darf ruhig da liegen, wo sie gerade liegt und die wird auch nicht runterfallen. Du hast mir im Vorfeld selber gesagt, viele kennen diesen berühmten Spruch, oh, you're a wrestler now. Ja. Wenn man jetzt deine letzten Fights gesehen hat, dann dachte man sich vielleicht auch, oh, du bist jetzt auch ein Wrestler geworden. Hast du eine bestimmte Idee, wie dein Fight gegen Simeon Capuja jetzt nächste Woche aussehen wird? Du musst mir jetzt natürlich nicht sagen, hier in der ersten Runde wird gerungen, in der zweiten Runde wird gestrikt oder so, das musst du nicht sagen, sondern hast du allgemein einen ganz bestimmten Plan, hast du dir im Kopf ausgemacht, wie dieser Fight aussehen wird, ohne jetzt zu sagen, ob er im Stand-up oder im Ring, das bleibt dir überlassen, das wirst du uns zeigen nächste Woche, aber hast du eine ganz genaue Idee oder ist dir ausgemalt, sage ich mal? Ja, auf jeden Fall, definitiv, wir haben auch gearbeitet, ich arbeite auch mit vielen guten Leuten zusammen, ich habe einen Top-Box-Trainer, Striking-Trainer, Wrestling-Trainer, BJJ-Trainer, MMA-Trainer, also wirklich alles Top-Leute. Und wir haben uns halt natürlich den Gegner angeschaut, sehr genau auch, haben da unsere Hausaufgaben gemacht. Und wie du ja vom letzten Interview weißt, da habe ich ja auch alle angelogen. Habe ich gesagt, es wird ein Striking-Fest, dann war es doch wieder Wrestling und Ground and Pound. Nein, Spaß beiseite. Wie gesagt, ich habe einen Plan in meinem Kopf, ja. Und Leute sollen nun nicht vergessen, dass ich wirklich einen Striking-Background habe und kein Grappling, Wrestling, BJJ, Lutter Livre, Ringer-Background. Und
Lasst euch überraschen für den 6.5. Es wird auf jeden Fall ein schwerer Kampf, das weiß ich, ist mir auch bewusst. Und es wird auch ein guter Kampf. Der ist jung, der ist hungrig, der ist stark, der ist dynamisch, der ist ein Striker, der hat Bock. Und ich habe aber genauso Bock. Also das darf man nicht vergessen. Und wie gesagt, ich bin jetzt nicht in der Bringschuld. Ich habe jetzt meine zwei Siege, er kommt mit einer Niederlage und er hat da ein bisschen mehr Druck als ich. Ich sehe das ganz entspannt, aber ich werde auf jeden Fall einen harten und einen sehr, sehr guten Kampf abgeben. Das ist wirklich versprochen. Und da gibt es auch keine zwei Meinungen. Das wird so kommen. Also wie gesagt, ich hoffe, er kommt wirklich in bester, bester Form. Wenn du jetzt bald vielleicht sogar wirklich drei Siege in Folge hast, ja. Wo siehst du dein Ziel? Ich meine, ein Ende wäre es ja eigentlich auf gar keinen Fall, oder? Nein, das wäre es nicht. Also ich würde sagen, wie gesagt, gib mir diesen Kampf, gib mir eine dominante Performance, dass ich dominant gewinne. Dann denke ich mal, dann kann man noch irgendwann mal bei Wheel of MMA an den Weltergewichtstitel anklopfen und fragen, warum denn nicht? Warum denn nicht eine Chance geben? Warum nicht diesem älteren Herren noch mal eine Chance geben, um diesen Titel zu kämpfen? Weil, wie gesagt, ich habe das Potenzial, ich weiß das, ich habe die Cardio, ich habe den Willen, ich habe die Stärke und ich habe da auch Bock drauf und unser Team hat da Bock drauf und wir arbeiten ja auf etwas hin. Ich habe ja keinen Bock, irgendwie nur für irgendwas zu trainieren oder irgendwie für Geld zu kämpfen oder so. Nein, man will ja auch irgendwie diesen Prestige dann haben, ne? Wenn man schon den Erfolg einfährt. Und ja, ich will auf jeden Fall, wenn ich jetzt nochmal einen Sieg einfahre, auf jeden Fall werde ich danach bitten, dass man mir eine Chance gibt, zumindest. Also das wäre wirklich auf jeden Fall fair und das wäre auf jeden Fall auch schön. Und das wäre so das Ziel, auf jeden Fall. Ja, und ey, Glover Teixeira. Kennst du den? Ja, na klar. Er war 42, als er sein Gold um die Hüften bekommen hat. Weißt du, was ich meine? Vergessen wir jetzt auch nicht Joel Romero bei Bellator. Naja, ja. Ey, Romero ist sowieso ein Weltwunder, ja, ein physisches Wunder. Ja, das ist ein Freak of Nature, wie man sagt, ja, auf jeden Fall. Wahnsinnig. Wie sieht jetzt dein Training aus? Wir haben jetzt noch eine Woche. Es gibt ja viele Fighter, die sagen, hey, in der letzten Woche wird gechillt. Was du da nicht gemacht hast, das kriegst du dann auch nicht hin. Wie sieht es bei dir aus? Wie sehen so deine letzten 7 Tage aus? Also das Gespräch hatte ich gestern Abend mit meinem MMA-Coach, mit Ulf Albrecht. Liebe Grüße an dich, Ulf. Und da habe ich auch nochmal mit ihm geredet. Er sagt, hey, was wollen wir nochmal machen? Hast du nochmal irgendwelche Wünsche, was wir nochmal one-on-one durchgehen wollen, die Tage und so? Und da habe ich natürlich meine Wünsche geäußert. Und da habe ich aber auch zu ihm gesagt, haben wir beide auch gesagt, was jetzt nicht drin ist, geht eh nicht mehr. Hokuspokus ist nicht möglich. Das ist einfach ein Grinder-Sport und ein Sport mit Konstanz und ein Lifestyle. Wenn du den Lifestyle nicht fährst und konstant, auch in der Off-Season, sage ich mal jetzt, wo jetzt zum Beispiel jetzt bei Wheel of MMA hört ja jetzt im Mai erstmal auf und fängt dann wieder im September an, ja. Da sollte man sich auch weiterentwickeln, anstatt zu sagen, ey, ich chill jetzt mal ein halbes Jahr oder ich gehe noch pumpen, das ist das Dümmste, was du machen kannst. Also sprich, dann nochmal schön sich auftrainieren, seine Defizite aufarbeiten. Was ich jetzt die letzten 7 Tage jetzt noch mache, ist, ich werde nochmal ein lockeres technisches Sparring machen, unter Anleitung von meinem Trainern. Dann werde ich nochmal eine kleine Cardio-Einheit Montag, Dienstag machen, dann noch locker ausschlagen Mittwoch und dann Donnerstag, Freitag joggen gehen, ganz locker bewegen, vielleicht Schattenboxen und dann nochmal die letzten Kilos droppen und das war's dann eigentlich und dann bin ich ready. Ich finde auch, weißt du, wenn du ein bisschen älter wirst, das merkst du auch, dann brauchst du auch mehr Regenerationszeit zwischen den Einheiten, nach den Einheiten, das ist dann schon ganz wichtig, da muss man dann auch ehrlich zu sich selber sein, aber wie du schon sagst, Glover Teixeira als Beispiel oder Joel Romero, da sieht man dann halt auch, dass es trotzdem funktionieren kann, wenn man diesen Willen hat und wenn man sich einfach, denke ich mal, gut ernährt und vernünftig trainiert. Und wie gesagt, Physio gehe ich noch, dann gehe ich nochmal zur Massage, Sauna und ich lasse mir einfach gut gehen nächste Woche. Und ich bin auch froh, das habe ich heute auch erst wieder erwähnt, dass dieser Fight Camp vorbei ist. Also ich habe die Schnauze voll. Wir haben auf jeden Fall nicht die Schnauze voll. Dein Fight sehen wir am 6. Mai in Hannover in der Swiss Life Hall. Daniel Makin versus Simeon Capuya. Daniel, danke für deine Zeit. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Wie immer eine Freude, mit dir zu quatschen. Danke, und danke. Das Schlusswort, das gehört dir. So Leute, 6.5. kommt vorbei, kauft euch eine Karte. Es sind nicht mehr viele Tickets übrig. Ich glaube, 90% der Tickets sind weg. Es sind jetzt nur, sag ich mal, die höherpreisigen da. Aber kauft euch die, es lohnt sich. Es sind viele gute Jungs da. Es sind von der Fight School 2 Titelkämpfe. Die beiden Jungs sind da, Johnny und Islam. Es ist der Carsten, ist da auch einer, der sogar ein bisschen älter ist als ich, aber auch wirklich ein guter Fighter. Es sind super Amateurkämpfer auf der Karte. Also wirklich den Nachwuchs, den wir in Deutschland haben. Es ist wahnsinnig, wie sich das entwickelt hat. Kommt vorbei. Geht hin, Wheel of MMA, brutal geile Veranstaltung, saubere Veranstaltung, super Promotion,
gute Show auf jeden Fall. Ich werde euch eine Show abliefern, der Rest auch, mein Gegner 100% auch. Wir werden euch da alle wirklich was bieten. Und wie gesagt, ich danke dann auch nochmal allen Leuten, die mich unterstützt haben, meinen Sponsoren. Und ich bin glücklich und froh, dass ihr alle dabei seid. Und ja, lasst uns am 6.5. diese Bude abreißen.